Tag, ihr Lieben, One Hour into Disney Infinity. Ich war heute unterwegs, wollte eigentlich für meine kleine Skylander Armee ein Zuhause kaufen, irgendeine Aufbewahrungsbox oder so. Und bin dann über Disney Infinity gestolpert, das gerade im Angebot war. Und naja, da ich irgendwie einen Hang zu Schnulli-Zubehör und sonstigem Zeugs habe, konnte ich nicht widerstehen. Aber gut, das hatte ich auch schon mal angedroht oder angekündigt. Von daher, mich persönlich überrascht es nicht. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel kommt mit drei Figuren, einem Level und irgendeinem Bonus-Chip, Sechseck, keine Ahnung. Ich habe mir auch noch irgendwelche Power-Discs gekauft. Zwei Pakete. Dann mal gucken, solange das hier lädt. Ich habe mir erstmal noch ein schönes Disney-Konto erstellen können und alles. Also bis jetzt ist meine Freude sehr in Grenzen. Auch über diese Verpackung, die ich gerade nicht aufkriege. Oh, das ist für Kinder, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt. Jede große Idee beginnt mit einem Funken Fantasie. Aha. Mit etwas Zeit, modernes Pac-Man und Sinn für Abenteuer kann sie wachsen. Ach, die kommt eh zu mir. Jetzt kann ich in Ruhe mal auspacken. So, was haben wir denn jetzt da? Irgendein gelbes Auto mit Mike Glotzkowski und ein Schiff mit Peter Pan. Und zweite Paket, wenn ich es aufkriege. Bis aus Fantasie Realität wird. Die Fantasie kann einen überall hinbringen. Man muss nur den ersten Schritt tun. Okay, zwei Runde. Einmal Fixit Felix und ein graues Auto von Cars. Was ich bis heute leider nicht gesehen habe, wie den ersten und zweiten Teil. Oh. Ich kann? Ja. Ich kann einen gelben Punkt steuern. Klasse. Oh. Okay, das sieht gut aus. Ich denke mal, zu der Tür soll es gehen. Aber die komischen Dinger, Leuchtpunkte nehme ich mal noch mit hier. Hä? Kamera kann ich nicht bewegen. Eigentlich kann ich wirklich bloß fliegen, wie es aussieht. Ne, ich kann auch springen. Irgendwie. Oh, ich kann heller leuchten. Ja, springen und heller leuchten. Sie kann das Tor zu neuen Entdeckungen sein. Und sie wächst weiter, bis sie dich zu dem macht, der du bist. Na, wer bin ich denn? Mickey, nee. Sie kann sogar die Welt um dich herum beeinflussen. Ein Mannequin aus Stern. Hallo du! Hallo wer Mickey. Ist mit etwas Zauberei?
Ah, schick. Feuerwerk habe ich noch nie gesehen. Ach so. Mal sehen, welche Abenteuer wir mit etwas Fantasie erleben können. Ja, Fantasie. Mir wurde von zwei Leuten zugetragen, ich rede zu viel. Huch. Das werde ich versuchen, ein bisschen einzuschränken. Mit schönen Gruß an Carsten und Antje. Ich nehme mir Feedback zu Herzen, wenn ich mal welches kriege. Also, immer her damit. Wunderschön. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Oh, hey, du da! Ich bin die Beste! Wir können nicht nur neue Freunde finden, sondern auch neue Orte besuchen. Hey, howdy, hey! Lass uns reiten, Partner! Hey, wie geht's denn so? Hallo, Sully. Wow, das nenne ich mal einen Szenenwechsel. Mike, Sully, wartet! Hallöchen! Jack sagt nichts. Unsere Befehle kommen jetzt von Captain Jack Sparrow. Er braucht eine Crew, um das Schiff seetüchtig zu machen. Helfen wir ihm. Ah, der gute Doppelsprung. Sehr gut. Oh. So gut, dass ich es gleich nochmal machen kann. Also ich habe noch auch keine Figur bis jetzt auf diese Disney Infinity Base, glaube ich, heißt es, gestellt. Mal gucken, ob ich dazu aufgefordert werde. Arr, da ist Davy Jones mit seiner Flying Dutchman. Los geht's, entern wir sie. Wie schafft man das am besten? Mit viel Fantasie, sage ich. Arr, jawohl. Was? Ja. Bewegen. Und? Platzier sie schon, Matrose! Okay. Mr. Incredible? Sieht so aus. Ich stell dich jetzt einfach mal drauf, mal gucken, was passiert. Nix. Okay. Dann mal weiter. Metroville, die Heimat der Unglaublichen. Oh oh, ich glaube, diese Stadt braucht einen Helden. Wir sollten helfen. Komm schon. Oh ja, Showtime. Okay, springen und zuschlagen. Da kommt noch einer. Kümmer dich um ihn. Hey, hier drüben. Bist du dabei? Startlinie. Okay, ich bin startklar. Okay, ich gebe gar kein Gas. Wow, freier
schwerer Fall. Nichts, was man mit etwas Fantasie nicht lösen kann. Vorsicht, pass auf! Zorgbots! Um die loszuwerden, braucht man ein ganzes Team. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Andy sehen wir irgendwie gut. Geschafft. Und wer, wenn nicht Mickey, sollte uns unser nächstes Abenteuer zeigen? Das Ganze wirkt eher wie ein Vorspann auf mich, ein interaktiver Tutorial-Vorspann. Ich würde jetzt mal loslegen hier. Ach, das Schloss, na klar. Ah, jetzt geht's los, hoffentlich. Oh, das Ding leuchtet sogar. Ich wollte schon sagen, er sieht ein bisschen schmucklos aus. Nehmen wir mal meinen Freund. Captain Jack Sparrow. Du wirst diesen Tag nie vergessen, an dem du mit Captain Jack Sparrow im See gestochen bist. Auf keinen Fall. Das ist das Herzstück deines Erlebnisses, die Toybox. Mit einem Funken Fantasie ist hier alles möglich. Du kannst dein Auto fahren, gegen böse Schurken kämpfen oder verborgene Schätze suchen. Möchtest du deine ganz eigene Welt erschaffen? Nutze das rote Weltfeld, um zum echten Profispieler zu werden. So, dann habe ich jetzt hier so einen komischen Level-Welten-Ding. Weiterspielen. Gucken wir uns nochmal Flug der Karibik an. Na jetzt sagt er mir das. Aber okay, besser spät als nie. Ich habe gesehen, bei einigen Figuren, die sind nur in der Toybox verfügbar. Finde ich ein bisschen schade. Mal gucken, ob sich das irgendwann noch ändert. Welche Richtung die Leute von Disney mit dem Spiel einschlagen wollen. Ob dann ein zweiter Teil kommt oder ob es ein großes Update gibt oder so, DLC. Ich bin gespannt. Mal gucken. Neue Figuren gibt es jetzt schon. Also die erste Welle, was auch immer, gab es ja mit dem Spiel zusammen. Und es gibt auf jeden Fall schon neue mit Ralf und so weiter. Natürlich gäbe es Beschuss. Jetzt gilt es, unbemerkt eine Pier zu finden. Und das, ohne das Zeitliche zu sehen.
Das sieht anlegefähig aus. Ah, Pintel und Raghetti, die zwei lustigen Vögel. Oh, schon wieder so eine krumme Zahl. Da stehe ich ja drauf. Och, Captain, wie gut, dass ihr hier seid. Ei, Sir, aber ich fürchte, wir bringen schlechte Nachrichten über Mr. Gibbs. Er ist nicht tot oder so, er ist nur in Einzelhaft untergebracht. Armer Kerl, aber wir wissen, dieser wo er Zeitpunkt ist perfekt Volkers. Geeignet, um über mein Leben zu sinnieren. Ja, ich find's immer noch gut. Ah, die deutschen Stimmen? Find ich schon mal schön. Ich glaube jetzt nicht bei allen, wenn ich den Vorspann richtig jetzt interpretiert habe, aber erstmal hier, Flug der Karibik, finde ich gut. So, probiere ich jetzt mal hier so eine komische Fix-It-Felix-Münze aus. Okay, da passiert nichts. Komisches Auto. Passiert auch nichts. Na gut. Wir kommen hier nicht weiter, Sir. Vielleicht wärt ihr in der Lage, uns zu helfen? Okay, das geht scheinbar mit einer Bombe bloß auf. Gut gespielt, mein Freund. Ich bin schon stärker. Totale Absicht. Captain, ein Hinterhalt. Wenn ihr erlaubt, werde ich dieses Schloss knacken, während ihr diese Halunken aus dem Weg räumt. Wir sind im Geiste bei euch, Sir. Boah, ist klar. Als Ehre. Ja, mit einem Schwert zu einer Schießerei. Nicht klug. Okay.
Aha. Ah ja. Okay. Mehr Figuren. Alles klar. Vielleicht irgendwann mal. Nachwachsende Kisten. Nicht schlecht. Na gut, weiter im Text. Missionsbuch und Spielzeuge. Mhm. Na gut. Aufgrund fehlender Überzeugung unsererseits. Ihr, Captain. Damit hatten wir so jetzt nicht gerechnet, aber ihr findet Gips oben in dem Turm. Oh. Huch. Au. Ich habe die Absicht aufzubrechen und zu erkunden, was sich hinter dem Horizont befindet. Hm. Ich habe da leider eine Kiste übersehen vorhin. Nee, eine richtige Kiste. Die Kiste. Ich sage dir, du könntest verletzt werden. Schuss war für dich gedacht. Feuer!
geschafft, Captain. Nicht nach unten sehen, Captain. Ich liebe es zu gewinnen. Darüber müsste jemand ein Lied schreiben. Mr. Gibbs, ist die Karte in deinem Besitz? Leider nein. Ich habe ihr Versteck zwar gefunden, wurde aber erwischt, als ich einbrechen wollte. Wir sollten uns lieber beeilen, wenn wir die Karte vor Davy Jones finden wollen. Sonst greift er sich noch den Schatz. Ein solcher Schatz bedeutet nicht nur Reichtum, mangelt es an guten, sondern auch die Herrschaft. Wie gut, dass ich sie im höchsten Maße besitze. Also dann, Captain. Zur Höhle mit der Karte geht es dort entlang. Ich nehme jetzt diese Karte, damit sich Davy Jones auf den Weg zum Preis machen kann. Wenn er ihn hat, werdet ihr für immer an Land festsitzen. Frechheit. Ich hoffe, ihr genießt es, auf dieser lächerlichen Insel zu darben, während ich das Meer beherrsche. Ruf den Kraken herbei! Der Kraken. So, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt Jack runternehme? Das war gänzlich erfolglos. Vielleicht gibt's mehr Glück. Wo ist dieser backenbärtige Halunke nur hin? Aha. Okay. Na, mal bleiben wir mal noch hier ein bisschen in der Karibik. Blocken kann man also auch. Gut zu wissen. Huch, hallo? Ah,
Nur weiter so. Und ich kann es mit jedem ganz allein aufnehmen. Nun denn, und jetzt? Tja, hat er so gewollt. Ups, Entschuldigung, falscher Knopf. Ja, geht denn los? Nimm das, du freudiger Hund. Nun, wie es scheint, ist die Karte dahin, Captain. Dann richten wir unser Augenmerk doch gleich auf den Preis. Und die Einzige, die die Route kennt, ist Tia Dalma. Wir brauchen natürlich ein Schiff, um sie zu besuchen. Und etwas Gold, um es zu kaufen. Hiss die Flagge! Setz die Segel! Mit deinem eigenen Schiff aus dem Spielzeugladen kannst du noch viel mehr als das. Wie lautet unser Kurs, Captain? Ein ganzes Schiff im Spielzeugladen? Toller Spielzeugladen. Du kannst doch mehrere Missionen gleichzeitig öffnen, wenn du möchtest. Das Missionshandbuch hilft dir, den Überblick zu behalten. Sehen wir es uns mal genauer an. Von hier aus kannst du das Missionshandbuch und den Spielzeugladen besuchen. Öffne das Missionshandbuch. Hier siehst du alle Missionen, die du angenommen hast und kannst eine bestimmte Mission aktivieren. Wähle eine Mission aus. Wenn du eine Mission aktiviert hast, zeigt dir der Kompass den Weg.
Großartig! Hiss die Flagge! Setz die Segel! Mit deinem eigenen Schiff aus dem Spielzeugladen kannst du noch viel mehr... Schlings gefunden. Nun gut. Okay, Pirat, der nicht schwimmen mag. Warum auch nicht? Schwarz, jawohl. Und bärtig. Rotbart. Nee. Blackbeard. Ist aus dem Motorradhelm. Ist mir aber egal. Nee, nicht ganz schwarz. Seekrank? Ah, nee. Ich hab da was gehört. Ein Geheimnis. Direkt vor der Stadt liegt ein Schatz versteckt. Ich wette, wir finden ihn zuerst. Aha.
Na, hier war ich doch eben schon. Fertig, abgeschlossen, erledigt. Danke. So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Moment, habe ich da was? Ich habe es nicht gelesen, gebe ich zu. Habe ich wohl noch nicht ganz fertig gemacht. Blackbeard. Ups. Steuermann. Na gut, machen wir aus dir einen Steuermann. Jetzt aber. Na also. Das lag ja gar nicht so schlecht bei meinem ersten Versuch. Ups. Hat sich ja richtig gelohnt. Warum feiern wir nicht alle? Na gut, genug rumgedallert hier in der Karibik. Gucken wir mal, was es noch so gibt. Ich hoffe, der hat ein bisschen gespeichert. Aber naja. So viel war es jetzt auch nicht und so schwer war das jetzt auch nicht. Alles relativ machbar, würde ich sagen. Tron. Wir sind hier live vor Ort dabei, wie
die nationale Superheldenagentur den Transport von drei berüchtigten Schurken in ein Hochsicherheitsgefängnis vorbereitet. Ich spreche sicherlich im Namen der ganzen Stadt, wenn ich den Incredibles für unsere Rettung danke. Da gibt's nichts zu danken. Das ist alles Teil des... Wow. Ich sollte mich bei den Incredibles bedanken. Es war unglaublich schwer, Gloria Schnarch, Horst Horter und meinen alten Kumpel Baron von Gnadenlust zusammen an einen Ort zu bringen. Ich bin derart froh, euch wiederzusehen. Ich glaube, ich schmeiß eine Party. Sie sind aus wie Lego-Männchen fast. Ah. Pass mal auf. Du bekommst jetzt einen Vorgeschmack auf das Chaos, das meine Freunde und ich in dieser Stadt anrichten werden. Wir sehen uns alle später. Superhelden mögen auch kein Wasser. In Sicherheit. Ich kümmere mich um die Omnidroiden. Wirklich Spaß gemacht. Too, I...
ich habe eine Idee. Lass uns diese Stadt zündroh. Zerstört. Die örtliche Polizei benötigt jetzt deine Hilfe, Darling. Nimm das Auto, es steht gleich hier beim Kiosk. Ja, das hatten wir doch eben alles schon. Was soll denn das? Die Missionsdetails halten dich immer auf dem Laufenden, siehst du? Oh, eines noch. Ich habe deinen Kompass so kalibriert, dass ihn jemand ein neues Ziel anzeigt. Folge ihm und halte dir auch nach ihm Signal. Nicht mein Auto hauen, du Blechbüchse. Na? Ja.
Oh, gut. Zeit ist um. Ja, so viel hätte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen wollen zusätzlich. Also ich habe mir jetzt nicht groß auf die Zunge gebissen. Irgendwie ist mir jetzt hier nichts weiter zu dem Spiel eingefallen. Ja, sagt mir, ob euch das jetzt zu ruhig war. Und ja, danke fürs Zuschauen, fürs Durchhalten. Und dann bis zum nächsten Mal. Oga und out.